Die Artwig hat diesen Gedanken gehabt, auch das Gemeinwohl, sprich, dass wir gemeinsam eine Aktion machen, die jeder für sich alleine nicht schaffen würde. Ne? Also von daher ist das von Anfang an eigentlich eine gemeinschaftliche, dem Gemeinwohl dienende Aktion gewesen, wo speziell private Sponsoren wie das Dorotheum als Good Corporate Citizen das sehr hohes Engagement gezeigt hat. Und wir haben die Artwig deswegen gegründet, weil auch ich, wie ich nach 10 Jahren im Ausland hier zurückkam, vor vielen Jahren, und gesagt habe, ja, verdammt, ich kenne New York, ich kenne Berlin, ich kenne Mexico City, ich kenne Johannesburg, ich kenne kenn viele Städte, wo ich auch gelebt habe. Und die sind viel mehr gehypt als Wien. Und es tut sich hier so viel und keiner weiß es. Oder es ist nicht so positioniert. Natürlich, weil Opa und das Imperium, das traditionelle Sisi etc. einfach sehr stark sind. Ne? Und auch gut sind für die Stadt, sage ich jetzt einmal. Aber aus meiner Sicht, das, was wir in dieser Woche zeigen, ist, dass wir eine sehr lebendige, sehr starke Szene haben und wo es jetzt nicht darauf ankommt, ob jetzt eine Institution einmal schließt oder wegzieht oder Pause macht, sondern die Szene ist stark. Und es gehört zu jeder, glaube ich, Stadt. Ich habe zum Beispiel in New York bei Apex Art gearbeitet, der gibt es auch nicht mehr. Ne? Und von daher ist das, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess. Und der ist auch okay. Ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, Wien ist jetzt in der Krise. Ganz im Gegenteil, wir haben hier, auch das sieht man im Programmheft, so viele Inhalte, die generiert werden, die beiden Akademien, die Galerien, die Institutionen, die Off-Szene, die Künstler. Also wenn ich das vergleiche, wo ich jetzt gerade in Barcelona lebe, ist extrem stark. Okay, es gibt Städte, die besser positioniert sind, auch Barcelona ist innovativer, hipper vielleicht positioniert, aber Tatsache ist, Wien ist eine sehr, sehr starke Kunststadt und hat eine sehr starke Kunstszene. Wenn jetzt Institutionen wie Generali oder auch Essel jetzt in Problemen oder Francesca Habsburg nicht mehr da sein sollten, dann tut mir das persönlich total leid, weil ich hätte vor einigen Jahren noch gesagt, was auch besonders stark ist in Wien, sind die privaten Initiativen, wie die gerade genannten, auch BAWAG. Und natürlich ist es, tut es weh und natürlich sollten wir darauf reagieren. Und aus meiner Sicht, eine Francesca Habsburg, die braucht jetzt nicht Millionen von der Stadt. Aber das Einzige, was sie wahrscheinlich wirklich braucht und die gesamte Kunstszene, ist letztlich höhere Wertschätzung und höhere Sichtbarmachung auch von Seiten der Politik und der Gesellschaft. Und da ist Handlungsbedarf. Und da kann auch die Stadt Wien, glaube ich, noch viel stärker sich positionieren und engagieren. Und wenn ich eben in der Konferenz gesagt habe, dass eine jetzt von privater Hand letztendlich geschaffene internationale Plattform wie eine Artwig mit 15.000 vom Kulturbudget und mit 5.000 internationaler Medienarbeit, wo mich jede andere Stadt fragt, wow, wie viele Hunderttausende hast du von der Stadt Wien? Ja, da sage ich, da geht, auch wenn die Wertschätzung schon da ist, aber es fehlt dann das Faktische irgendwie dann doch. Ne? Und das ist schade. Und wenn man das Kulturbudget anschaut, natürlich ist es ein Faktor, wenn für bildende Kunst, Gegenwartskunst, Design und Architektur nur 4% ausgegeben werden. Creating a Common Good, das Thema. Letztendlich war es ein sehr persönlicher Impetus, sage ich ganz ehrlich. Ich habe erzählt, ich habe in Venezuela gelebt, in Mexiko gearbeitet und in diesen Ländern war ich von der Insel der Seligen Österreich kommend konfrontiert mit eben systemischer Korruption, Kinderarmut, Oligarchien, die die Wirtschaft dominieren, Pressezensur etc. Und nachdem ich jetzt spüre, speziell auch, weil ich in Spanien und vielleicht in Südeuropa ist es noch ein bisschen akuter, aber plötzlich habe ich gespürt, ja hoppla, nach außen wirkt eigentlich alles noch schön, die Sonne scheint, wir haben noch gutes Essen etc. Aber irgendwie passt was nicht. Ne? Also wenn ich in Barcelona
an jeder Ecke eigentlich mittlerweile Leute sehe, die in den Mülltonnen nach Verwertbaren suchen. Wenn ich weiß, dass in Spanien 11,5% der Kinder unter 10 Jahren hungrig in die Schule gehen, wenn ich sehe, dass 30 Firmen in Spanien die Wirtschaftspolitik eigentlich bestimmen, dann kommt mir vor, irgendwas passt nicht. Oder ein Thema mit, das wurde heute genannt, mit der Digital Media, also sprich auch mit dem Smartphone, wo wir vor 15 Jahren, sage ich jetzt einmal, noch aufgeschrien hätten, das kann quasi totalitärer Staat etc., wo plötzlich die Möglichkeit ist und wir machen alle freiwillig mit, dass wir komplett überwacht sind. Also kann jeder schauen, der sich ein bisschen in Technik auskennt, wo ich bin, was ich poste, was meine Meinung ist, was meine Präferenzen sind, nicht nur im Konsum, sondern auch in der Politik. Und wenn so eine Situation vor 15 Jahren noch gewesen wäre, wir hätten aufgeschrieben, wir wären protestieren gegangen. Jetzt Status alterado, der veränderte Status, wir akzeptieren es, wie es ist. Und das, was ich halt sehe, ist, dass die Kunst und deswegen auch dieses Thema für die Art Week, dass die Kunst einen ganz wichtigen Beitrag leisten kann. Letztendlich hier zum Beispiel in diesem Kunsthaus als ein Ort, wo Utopien, wo kritisches Hinterfragen, wo Alternativmodelle für unsere Gesellschaft debattiert, analysiert und hoffentlich auch aktiviert werden können. Und insofern ist dieses Thema, glaube ich, jetzt auch das erste Mal das Thema, das von jedem Tag aktueller geworden ist, seitdem wir das vor einem Jahr gesetzt haben. Jetzt mit Paris, mit der Flüchtlingskrise. Also jetzt, glaube ich, spürt mittlerweile jeder, vor einem Jahr war das vielleicht noch nicht so manifest, dass der Verlust des Gemeinwohls plötzlich auch hier in der Politik, in der Zivilgesellschaft angekommen ist. Und meine Sorge ist, weil ich damals gemerkt habe, in diesen Ländern, wo ich als Student oder auch arbeitend gelebt habe, dass wenn du einmal das Gemeinwohl verloren hast, wenn das kein Thema mehr in der Politik ist, in der Zivilgesellschaft mehr ist, dass du aus diesem Circulus Viciosus nicht mehr rauskommst oder kaum mehr rauskommst. Ne? Außer es wird dann blutige Umstürzung oder sonst was. Aber auch das dient dann nicht dem Gemeinwohl. Ne? Und meine Sorge ist, dass wie jetzt zum Beispiel die Reaktion Flüchtlingskrise oder auch das Attentat in Paris, war, ja, Zäune rauf, Militär hochfahren, mehr Staatspolizei etc. Also alles, was uns eigentlich letztendlich die Freiheit nimmt, das freie Denken nimmt und auch wiederum ablenkt von dem, was wirklich Sache ist. Ja, wenn ich in den Banlieues Ghettos schaffe, wo einfach nichts mehr investiert wird in Bildung, nichts mehr investiert wird in Integration, dann nützt mir auch der beste Geheimdienst irgendwann einmal nicht mehr. Ne? Wir haben das in Österreich immer noch nicht so krass, aber zum Beispiel systemische Korruption ist auch mittlerweile in Österreich ein Thema. Also 260 Millionen Euro, die von der öffentlichen Hand in Inserate in drei Boulevardzeitungen investiert werden, ist systemisch korrupt. Also ich kann es nicht anders beziffern. Also das hat eine Auswirkung auf eine freie Medienberichterstattung. Und von daher, ja, soll dieses Thema, aber auch die Artweg insgesamt, und wir haben ja nicht nur die Ausstellung, wir haben gerade aktuell Social Glitch im Kunstraum Niederösterreich, Populism in der Kunsthalle, wir haben während der Woche viele Diskussionsrunden zu dem Thema, wir haben einen Guerilla Walk mit Oliver Hangel auf der Suche nach dem Gemeinwohl, wir haben zig Debatten, wir haben Kuratoren, die wir eingeladen haben aus aller Welt, die sich auch mit in ihrer kuratorischen Tätigkeit mit dem Thema beschäftigen. Also wir wollen einfach dieses Thema stark spielen, Bewusstsein schaffen und letztendlich auch einen Appell setzen, dass wenn wir nicht aufwachen und wenn einmal das Gemeinwohl verloren ist, wir kommen nicht mehr zurück. Und es ist jetzt, wo wir handeln müssen. Und aus künstlerischer oder kuratorischer Sicht, es gibt einfach schon nicht erst heute, sondern über viele Generationen Künstler, die sich politisch engagieren. Mhm. Und diese Künstler haben wir jetzt hier, einige davon haben wir ausgewählt, 35, und alle diese Künstler beschäftigen sich, welchen Impact können sie haben in ihrer Arbeit auf gesellschaftliche Entwicklung.